Herzlich willkommen wieder zu unserer Sondersendung Wahl 17. Jeden Abend 21.15 Uhr stelle ich Ihnen eine Kandidatin und Kandidaten vor. Mit einer Ausnahme, am Montag ist es schon um 20.15 Uhr. Aber heute stelle ich Ihnen vor Dr. Jan-Marco Lutschak. Er ist Bundestagsabgeordneter der CDU und will es auch wieder werden und bleiben. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Sie sind tätig in welchem Wahlkreis in Berlin? Mein Wahlkreis ist Tempelhof-Schöneberg. Da habe ich seit 2009 im Deutschen Bundestag vertreten. Einer der schönsten, eigentlich der schönste Wahlkreis in ganz Berlins. Freue ich mich sehr. Aber alle, nicht? Haben Sie mitgekriegt. Ist jeder. Wie läuft es denn so? Umfragewerte sind gut. Umfragewerte sind gut. Stimmung ist auch gut auf den Straßen. Ich bin selber immer so ein bisschen, dass ich sage, Leute, aufpassen, sind noch ein paar Wochen bis zur Wahl, kann noch viel passieren. Und es ist auch nicht gut, wenn die Leute, also das merkt man schon, dass viele sagen, ach, die Wahl ist doch eigentlich jetzt schon gelaufen, ihr werdet doch sowieso gewinnen. Das freut einen auf der einen Seite natürlich. Auf der anderen Seite, meine Stimme gar nicht. Genau das ist es. Auf der anderen Seite ist es schon auch eine Gefahr. Ich glaube, dass man aufpassen muss, dass die Leute auch mobilisiert sind und motiviert sind, auch zur Wahl zu gehen. Das zeigen die eigentlich Ergebnisse der letzten Jahre. Es kann am Ende richtig knapp werden, kommt auf jede Stimme an. Es hängt ja davon auch ab, welche Koalition wir hinterher bilden können. Also insofern geht es ja nicht nur allein um das Ergebnis der CDU-CSU, sondern insgesamt. Über die Koalition reden wir ganz am Schluss, wenn wir mal Ihre Argumente alle gehört haben. Ihr Motto ist welches, was auf den Plakaten steht? Auf den Plakaten steht modern, mutig mittendrin. Deswegen auch heute ohne Krawatte. Mutig, ja. Mittendrin. Ja. Da soll ich sie jetzt ablegen, weil modern oder nicht mutig, wie auch immer. Modern, mutig, mittendrin. Mittendrin, das verstehe ich. Modern, was ist modern? Also ich wollte so ein bisschen, das ist mit Slogans ja immer so eine ganz schwierige Frage. Was kann man plakativ versuchen, deutlich zu machen? Was charakterisiert einen? Und ich fand dieses modern, mutig, mittendrin ganz gut, weil ich als Person jemand bin, der also für eine offene, für eine tolerante Gesellschaft steht, der sozusagen für einen modernen Politikansatz versucht zu verkörpern und das eben auch in meiner Arbeit im Parlament, aber auch im Wahlkreis. Was ist das denn, moderner Politikansatz? Das ist so plakativ und da frage ich mich immer, was unterscheidet den Dr. Jan-Marco Lutschak von den anderen? Na, also ganz konkret zum Beispiel bei den Fragen der Gleichstellung. Ist ja für mich ein wichtiges Thema, habe ich schon seit vielen Jahren mich für eingesetzt. Jetzt gerade auch in den letzten Wochen, in der letzten Parlamentswoche, die Öffnung der Ehe zum Beispiel. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, das hat schon etwas mit Modernität zu tun. Wie versteht man Gesellschaft? Bewegt man sich da eher in hergebrachten Strukturen? Oder sieht man einfach, dass Gesellschaft sich heute anders darstellt als vor 20, 30 Jahren? Und das nachzuvollziehen, sich dafür einzusetzen, für eine offene, tolerante Gesellschaft, das empfinde ich schon als etwas, was ich als modernen Politikansatz bezeichnen würde. Und das war auch mutig. Und das war ein Stück weit auch mutig. Also für mich war es klar, weil meine Position seit vielen, vielen Jahren da festgelegt, ich bin für die Öffnung der Ehe da gewesen. Aber die Kanzlerin, ihre Parteichefin, da war das nicht so klar. Ja, auch in der Fraktion, auch in der Partei war das ein Kampf, muss man sagen, wo man mit vielen anderen Kollegen auch, die sich da genauso auch eingesetzt haben. Aber das ist natürlich schon nicht ganz einfach, dort dann seine Position beizubehalten, dafür zu werben, zu kämpfen, wenn man weiß, das Gros der Kollegen ist eben doch nicht dafür. Und ich finde, darum geht es aber eigentlich, dass man für seine Überzeugung, für seine Prinzipien eintritt, an der Stelle und an vielen anderen Stellen auch. Und dazu braucht es manchmal auch ein bisschen Mut und dafür ist man dann auch gewählt. Wozu braucht man denn sonst noch Mut? Wieso sind Sie mutig? Den einen Fall haben wir erzählt, das war eine politische mutige Entscheidung, die Sie lange vorher vor der Kanzlerin schon getroffen hatten. Also nicht nachdem die Kanzlerin gesagt hat, nun mache ich das mal alles, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja? Was ist denn Mut in der Politik? Mut zum Beispiel gehört dazu, unpopuläre Entscheidungen auch mitzuvertreten. Also ich bin ja in vielen Bereichen als Rechtspolitiker unterwegs. Ein Thema, wofür ich mich intensiv auch in den letzten Jahren mit beschäftigt habe, eingesetzt habe, ist der ganze Bereich der Mietenpolitik, der Wohnungspolitik, Thema Mietpreisbremse, wie gehen wir mit den steigenden Mieten um? Und da ist es natürlich schon manchmal schwer, wenn man mit Kollegen der Opposition auf einem Podium sitzt, die sagen, naja, die Mieten steigen, dann machen wir einen Deckel drauf, alle Probleme sind gelöst. Natürlich wird da mit Applaus erheischt, gar keine Frage. Und wenn man dann sagt, naja, aber ganz so einfach ist es nicht, sondern man muss mal ein bisschen die Gesamtzusänge betrachten und es reicht eben nicht aus, nur zu regulieren, sondern wir müssen auch versuchen zu stimulieren, müssen dafür was tun, dass mehr und schneller und kostengünstiger gebaut wird, wo man dann schon 3, 4, 5 Sätze der Begründung bedarf, wo die Leute einem manchmal vielleicht auch schon gar nicht mehr zuhören. Ich glaube, auch das ist etwas wichtig, diese manchmal etwas unpopulären Entscheidungen trotzdem zu vertreten, weil man sie in der Sache für richtig erachtet. Trotzdem zu vertreten, das ist richtig. Aber beim Mietpreisbegrenzungsgesetz, die sogenannte Mietpreisbegrenzung,
Bremse, Mietpreisbremse. Da hat die CDU gesagt, wir machen das nicht so, wie die SPD das gerne hätte, was dazu führt, dass die Mietpreisbremse nicht funktioniert. Waren sie dann mutig und haben gesagt, nee, das müssen wir trotzdem reinschreiben, dass der Nachmieter die Miete des Vormieters zu wissen weiß, zu wissen bekommt? Naja, also die populäre Meinung war ja sozusagen, was ich gerade schon versucht habe, deutlich zu machen, naja, die Mieten steigen, ist auch ein großes Problem, nicht Deckel nur in Berlin, Deckel drauf. Das wäre die einfache Entscheidung gewesen. Aber da zu sagen, naja, wir machen die Mietpreisbremse, das war ja auch etwas, was im Programm der Union bei der letzten Bundestagswahl auch enthalten war. Wir wollten ja auch, dass Familien, junge, andere Menschen nicht aus ihren angestammten Kiezen verdrängt werden. Und wir haben ja das Problem erkannt und haben gesagt, ja, wir müssen da etwas machen. Aber unser Weg war ein Stück weit ein anderer. Wir haben eben gesagt, die Mietpreisbremse darf nicht zu einer Investitionsbremse werden, weil die Mietpreisbremse letztlich ja nur an den Symptomen ansetzt, nämlich an den steigenden Mieten, aber die Ursachen des Problems nicht bekämpft, dass wir zu wenig Wohnungen haben. Das juckt aber die junge Familie nicht, die keine Wohnung kriegt. Genau. Und deswegen, weil sie die nicht mehr bezahlen kann. Genau das Argument kriegt man natürlich dann immer. Und das ist natürlich auch so. Die Mietpreisbremse wirkt kurzfristig. Deswegen haben wir sie auch mitgetragen, hatten wir sie in unserem eigenen Programm ja auch verankert, weil wir, wie gesagt, nochmal etwas ja für die Mieter dort auch tun wollten. Aber wir haben gleichzeitig immer gesagt, wir dürfen uns nicht allein darauf konzentrieren. Die Mietpreisbremse ist kein Allheilmittel, sondern wir müssen eben etwas dafür tun, dass mehr, schneller und kostengünstiger gebaut wird. Und diesen Dualismus hinzubekommen, das war manchmal in der Argumentation aber gar nicht so einfach. Herr Dr. Lutschak, da bin ich immer ein bisschen ambivalent. Da weiß ich nicht, wem soll ich jetzt folgen. Sie sagen, wir müssen das eine sehen wie das andere. Wir müssen das machen und dann das machen oder umgekehrt. Der oder die junge Familie, die will nur wissen, wann kann ich endlich eine Wohnung bekommen, die ich bezahlen kann. Und da wollen die nicht wissen, was man alles noch zusätzlich machen muss. Also was geschieht in der nächsten Legislaturperiode von der CDU mit ihrer Unterstützung und mit ihrem Mut zu sagen, da müssen wir trotzdem Deckel drauf machen jetzt. Ja. Was das uns um die Ohren fliegt. Also wir haben eine ganze Reihe von Dingen, die wir auch in unserem Regierungsprogramm uns vorgenommen haben. Wir haben bei den Baugenehmigungen, bei der Zahl der fertiggestellten Wohnungen in den letzten Jahren ja schon viel erreicht. Die Zahlen sind sehr stark nach oben gegangen, aber sie reichen noch nicht. Wir brauchen etwa 350.000 bis 400.000 Wohnungen pro Jahr, die wir fertigstellen auf einige Jahre. Im Bundesgebiet. Berlin sind es 40.000. Genau, um den Bedarf zu decken. So, und wir haben gesagt, wir wollen in den nächsten 4 Jahren 1,5 Millionen Wohnungen neu bauen und dafür müssen wir die Rahmenbedingungen setzen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass wir den Mietwohnungsneubau unterstützen, dass wir den steuerlich fördern. Das hatten wir geplant in dieser Legislaturperiode. Das Gesetz war eigentlich abschlussreich. 2 Tage bevor es zur Abstimmung im Deutschen Bundestag anstand, hat dann die SPD doch noch mal Bedenken angemeldet und wir haben das Thema dann nicht durchbekommen. Und das sind, glaube ich, Entscheidungen, die müssen wir in der kommenden Legislaturperiode revidieren. Wir müssen dazu kommen, dass mehr Wohnungen gebaut wird. Nur so werden wir dieses Problem steigender Mieten nachhaltig bekämpfen können. Und dazu gehört eine ganze Menge. Wenn ich sage, auch kostengünstiger bauen, da müssen wir uns schon anschauen, welche einzelnen Vorschriften machen denn das Bauen teurer. Dazu gehört für mich an ganz vorderer Front die Grunderwerbsteuer zum Beispiel. Das macht Bauen insgesamt teuer. Es hindert aber vor allen Dingen, weil Sie das Thema junge Familien ansprachen, hindert vor allen Dingen junge Familien ins Eigenheim, in die eigenen 4 Wände aber zu kommen. Aber Grunderwerbsteuer fließt in die Kasse des Landes. Richtig. Da muss man doch sagen, ihr Länder, die ihr alle klagt, dass die Mieten steigen, senkt doch die Grunderwerbsteuer. Bin ich sehr dafür, finde ich auch tatsächlich auch falsch. Wenn es gibt ja gerade viele rot-rot-rot-grün regierte Länder, die immer sich beklagen, die Mieten steigen, das ist alles ganz furchtbar und Bauen ist so teuer. Aber erhöhen wie Berlin die Grunderwerbsteuer. Aber die Grunderwerbsteuer erhöhen, das passt nicht zusammen. Da ist ein Widerspruch, da muss man auch darauf hinweisen. Richtig ist, das fließt in die Länderkassen. Da können wir auch nicht unmittelbar ran als Bundesgesetzgeber. Der Satz wird von den Ländern festgelegt. Was wir aber machen können als Bundesgesetzgeber, das liegt in unserer Zuständigkeit, wir können einen Freibetrag installieren. Wir können zum Beispiel sagen, bei dem Erwerb vom selbstgenutzten Eigentum haben wir zum Beispiel einen Freibetrag von 100.000 Euro, das ist mein Vorschlag gewesen, gekoppelt mit einer Kinderkomponente, das heißt pro Kind, was im Haushalt lebt, noch einmal 50.000 Euro mehr, sodass eine 4-köpfige Familie einen Freibetrag von immerhin 200.000 Euro hätte. Das hatten wir schon mal, das hieß Baukindergeld. Ja. So, was früher funktioniert hat, warum führt man das denn nicht wieder ein und sagt, pro Kind kriegt ihr 50.000 Euro Freibetrag? Das heißt erhebliche Steuerentlastung.
Ja, genau. Das sind die beiden Komponenten. Einmal Grunderwerbsteuer, wo ich sage, das ist auch etwas, was auch direkt ankommt, weil die Baunebenkosten, dazu gehört ja die Grunderwerbsteuer. Das ist ja etwas, was für viele junge Familien es so schwer macht, zu finanzieren, den Kauf einer Wohnung, den Kauf eines kleinen Eigenheims, weil das von der Bank nämlich nicht bezahlt wird. Das müssen sie als Eigenkapital mitbringen und das haben junge Familien nicht. Deswegen Grunderwerbsteuerfreibetrag ist auf der einen Seite genau richtig. Da habe ich mich sehr intensiv für eingesetzt. Freue mich auch sehr, dass das jetzt im Regierungsprogramm der Union auch wieder mit auftaucht, dass das dort als klares Ziel festgelegt ist. Und auf der anderen Seite, genau wie Sie richtig sagen, müssen wir bei Familien eben auch noch mehr tun. Baukindergeld, das ist auch ein wichtiger Faktor, den wir haben, dass wir sagen, gerade junge Familien, denen wollen wir den Weg in die eigenen vier Wände erleichtern und deswegen unterstützen wir sie mit dem Baukindergeld. So viele Bungalow-Grundstücke in Berlin gibt es nicht, aber es gibt viele Etagenwohnungen. So, und die kann man genauso fördern. Und das steht übrigens im CDU-Wahlprogramm, wie wir jetzt gerade gehört haben, von Dr. Jan-Marco Lutschak. Er kandidiert in Tempelhof Schöneberg. Wir machen eine kleine Werbepause. Wir sind Privatsender, müssen ein bisschen Geld verdienen. Dann sind wir wieder da mit unserer Wahl-Sondersendung Wahl 17. Bleiben Sie dran. Bis gleich.